So, Freunde, vor dem Video mal wieder eine kleine Information. Das Ganze wird ja fast schon zum Standard, aber leider Gottes ist immer wieder passiert. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, es gibt ja jetzt die Price Range und irgendwie waren die Server gestern Abend noch nicht so richtig fit, was dazu geführt hat, dass meine Spieler teilweise desaparecidos waren, also nicht mehr vorhanden, beziehungsweise einfach verschwunden waren, nachdem ich sie ins Team eingefügt habe, das Ultimate Team abgestürzt und dann waren die Spieler erstmal weg. So, ich habe es bisher noch nicht wieder probiert, aber Ultimate Team ging gestern Abend nicht mehr, deswegen gibt es heute dieses Video ohne Gameplay hinterher. Das heißt quasi, ihr seht das Team und das Spiel werde ich dann irgendwann anders eventuell nochmal nachholen in einem Video. Freut euch eventuell darauf, aber ansonsten, ja, nehmt es mir nicht übel. Ich konnte wirklich nichts dafür. Es liegt an den Servern und naja, was willst du da schon groß machen? Ich wünsche euch viel Spaß beim Video und ja, für euch bis gleich, für mich bis dann. Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der 7-Minute-Squads. Wir sind angekommen bei Episode Nummer 107. Die letzte Episode ist gut bei angekommen. Lasst doch bitte auch auf dieser einen Daumen nach oben da. Wenn es euch gefällt, würde ich mich extrem drüber freuen. Ist eine großartige Unterstützung und ja, es hilft mir einfach sehr, meinen Kanal weiter nach vorne zu treiben. Momentan läuft es wieder richtig gut. Ihr seid richtig aktiv am Abonnieren und so weiter und so fort. Gestern das Video mit, ja, dem Price-Range quasi, der Price-Range-Info. Ordentlich viele Aufrufe, richtig viele Likes hätte ich überhaupt nicht erwartet. War richtig nice. Danke auf jeden Fall dafür. Und heute geht es weiter mit der nächsten Formation. Das ist das 5-2-2-1. Aha, also spielen wir mit 5er-Kette. Und ich wurde jetzt gefragt, Max, wenn jetzt Price Range, ist scheiße, das auszusprechen, wenn man Deutsch spricht gerade, da ist, machst du denn weiter mit 7-Minute-Squads? Natürlich mache ich weiter mit 7-Minute-Squads. Ich wüsste auch nicht, wieso nicht. Ihr habt gerade schon gesehen, das letzte 7-Minute-Squad, was ich da noch gerade verkaufe, ist noch am Start, aber darum soll es gar nicht gehen. Wir suchen einen Spieler. Der erste wird Nani, aber ich nehme die geupgradete Version, nicht die normale Version. Das, obwohl, 5, nee, geht ja gar nicht. Geht ja gar nicht. Wir haben keinen linken Flügelspieler. Oh, Bartstuber, na, der Hammer, Wahnsinn. Eigentlich müssen wir den zweiten von gerade nehmen, ich weiß aber nicht, wer es war. Von daher egal. Gut, also das ist der Spieler, der normale, sage ich jetzt mal. Und dann brauchen wir jetzt noch einen für über 30k. Das ist jetzt nicht so ideal, dass es Bartstuber geworden ist. Aber ihr habt gesagt, ich soll den auf jeden Fall nehmen, egal welcher da kommt. Also ist jetzt quasi auch euer Problem, dass da jetzt Bartstuber steht. Und nicht irgendwie, was weiß ich, der nächste Spieler. Ich habe gar nicht gesehen, wer das war. Spieler über 300k. Ah, Teddy Sheringham. Muss ich machen. Muss ich machen. Teddy Sheringham ist unser Spieler. Das überrascht mich jetzt, dass es ausgerechnet eine Legende wird. Aber den wollen wir direkt mal kaufen. Price Range, für alle, die es nicht wissen, schaut euch das Infovideo an. Ist auf meinem Kanal zu finden. Ist das meist aufgerufen in den letzten Tagen. Und ich denke mal, da wird ganz gut erklärt, was das denn bedeutet für Ultimate Team. Sheringham scheint ein bisschen teurer zu sein. Das hätte ich jetzt überhaupt nicht so gedacht. Denn eigentlich hat er nicht so die guten Werte. Ich dachte jetzt ehrlich gesagt auch wegen dem Rating, dass der in der Price Range nicht so hoch wäre. Aber anscheinend ist er das. 450.000, der günstigste, ja gut. Dann nehmen wir den einfach mal, würde ich sagen. Geht ja nicht anders. Normalerweise überhaupt nicht meine Legende, aber gut. Von mir aus kann man das natürlich gerne machen. Ausprobieren kann man es ja mal. So, habe ich jetzt gekauft. Wunderbar. Jetzt war es das eigentlich schon. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie die beiden in eine Mannschaft reinstellen und dann können wir eigentlich auch gleich schon loslegen. Sekunde, ich stelle schon mal eben einen Timer. Kann er kurz hier machen. So, Timer ist gestellt. 7 Minuten. Dann stellen wir Sheringham in den Sturm. Und doofer Name zum... Ist es einfach schwierig. Ach, Bartstuber habe ich noch gar nicht. Steht auf jeden Fall in der Mitte. Zumindest ist es geplant. Und ja, Sheringham habe ich auch noch nicht. Aber was ist der für ein Fuß? Egal, finden wir schon irgendwie raus. Gut, dann würde ich sagen, schnacken wir nicht länger drum, sondern starten durch in 3, 2, 1 und Start. Okay, alles klar. So, wir brauchen... Gibt es einen Engländer in der Bundesliga? Es gab Michael Mancien und jetzt mittlerweile gibt es, glaube ich, niemand mehr. Oder wie Belareti sagen würde, Menschen. Oder war das Marcel Reif? Ich glaube, es war Belareti. Der Menschen gesagt hat. Für einen klasse Spieler, der gute Menschen. So, es gibt keinen. Es gibt einen Deutschen in der Premier League, aber das bringt mir überhaupt nichts, denn ich brauche erstmal Engländer, mit denen ich den verlinken kann. Okay, also Engländer. Da haben wir England. So, Stürmer. Wäre natürlich Sturridge ideal. Rooney wäre auch interessant. Fraser Campbell, Andy Carroll. Wir brauchen eigentlich einen schnellen Stürmer. Deswegen wäre Sturridge eventuell schon der beste. Upgraded Harry Kane ist allerdings auch interessant. Und das würde mal wieder meinen Punkt beweisen, dass Pace nicht so wichtig ist, wie es andere YouTuber sagen. Zum Beispiel der Hansus. Grüße an dich an dieser Stelle. Das ist, glaube ich, mal eine ganz gute Möglichkeit. Zentraloffensiv könnten wir. Wir können natürlich jetzt Eriksen nehmen und dann nochmal Laudrup, aber ich glaube, noch eine Legende ist ein bisschen unnötig, vor allem weil Laudrup immer noch relativ hoch im Preis, aber wir können gleich mal nachgucken, theoretisch. Machen wir jetzt einfach mal Laudrup. Die Suche haben sie übrigens auch verändert, was ich nicht so schön finde. Das ist jetzt irgendwie ein bisschen anders. Michael Laudrup, mal sehen, wie viel er kostet. Er kostet 1,5 ungefähr und der andere, Brian Laudrup, kostet bestimmt auch sowas um den Dreh. BR Brian Laudrup kostet... Die Server sind wieder heute sehr schnell unterwegs, was natürlich klar ist, das Ganze muss ich einpendeln. Alter, der ist natürlich echt teuer, ne? Ist ganz schön übertrieben eigentlich, dafür, dass er ein niedriges Rating hat. Aber gut, von mir aus. Gut, was machen wir denn dann? Okay, dann nehmen wir weiter Engländer. Zentralhofer im Mittelfeld, ein Engländer... Gibt es aus irgendwelchen anderen Ligen Engländer? Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ich glaube es ja ehrlich gesagt nicht, ne?
Können Lallana nehmen. Lallana! Er hat natürlich eine Möglichkeit, allerdings bin ich kein großer Fan von dem dieses Jahr. Wobei er hat 5-Star-Weakfoot. Vielleicht wäre das gar nicht mal so schlecht. Nehmen wir Lallana einfach mal. Wir bauen mal ein bisschen teureres Team heute. So, haben wir auf jeden Fall schon mal einen Strongly. Jetzt brauchen wir noch einen Zentralmittelfeldspieler. Gibt es in irgendeiner anderen Liga einen verdammten Zentralmittelfeldspieler aus England? Hier gab es mal Joey Barton, aber der ist mittlerweile auch zurück bei QPR. In Bundesliga gibt es keinen, BVA gibt es bestimmt auch keinen, in der MLS vielleicht. Das ist so die einzige Liga, die mir noch einfällt. Türkische Liga, bestimmt nicht. South African, sonst müssen wir mal in die unteren Ligen gehen. Da gibt es einen Innenverteidiger. Na, gab es einen Innenverteidiger mit Dyer, aber mittlerweile ja auch nicht mehr. Eredivisie? Ja, gibt es sogar. Und zwar McEachran. Josh McEachran. Wäre an sich möglich. Müssen wir gleich mal schauen. Gibt es einen Linksverteidiger bei Vitesse? Sonst müssen wir halt in andere. Dann müssen wir in eine niedrigeren englischen Ligen gehen. Das geht natürlich auch. Gucken wir aber erstmal nach, ob es in der Eredivisie einen Linksverteidiger gibt von Vitesse Arnhem. Lassen wir besser sein. Dann gehen wir in die unteren englischen Ligen und schauen, was es da für zentrale Mittelfeldspieler gibt. Bei Norwich müsste es theoretisch bestimmt einen geben. Allerdings, naja, doch, Joya Johnson, aber der ist halt nicht so doll. Hooper ist kein zentraler Mittelfeldspieler, sondern eher... Das gibt es nicht. Sondern eher ein Stürmer. Deswegen nehmen wir den auf jeden Fall nicht. Nathaniel Chalobah habe ich da gesehen. Hier sehe ich Murphy... Wir müssen auch mal gucken, was für Linksverteidiger gibt eventuell. Das wäre ganz gut zu wissen, weil wir müssen den auch irgendwie verlinken. Da schauen wir immer mal. Linksverteidiger. Muss nicht Engländer sein, muss auch nicht Silber sein. Aber Silber, obwohl Silber wäre schon ganz gut. Obita gibt es von Reading, aber der ist auch Engländer. Damia von Middlesbrough. Das heißt, wir könnten den Kollegen, den wir gerade hatten, schon nehmen, theoretisch. Allerdings ist Damia kein sonderlich offensivstarker Linksverteidiger, was ein bisschen schade ist. Stuffy Vives wäre natürlich schon ein bisschen besser, allerdings hat er auch mit dem Mittelarbeitsgraden, wäre dafür aber schnell. Ich glaube aber nicht, dass Fulham Zentralmittelfeldspieler aus England hat. Da bin ich mir relativ sicher. Wüsste ich nämlich, habe ich mir die Karriere mitgemacht. Aber einen Sechser haben sie. Es gibt doch einen Goldspieler, Sean Parker. Ja gut, dann nehmen wir einfach Parker, würde ich sagen. Ja, passt doch, denke ich mal. Ja, doch, passt. Gut, die beiden speichern wir im Verein und dann machen wir weiter mit Staphylidis. Okay, jetzt brauchen wir irgendwie hier, die sind alle fertig eigentlich, bis auf Parker, der bräuchte noch einen. Parker bräuchte noch einen Link, das ist nicht gut. Das ist nicht schön. Wobei wir können theoretisch, gibt es einen zentralen Mittelfeldspieler aus der zweiten englischen Liga aus Deutschland, das wäre natürlich jetzt ideal. Und im Idealfall sollte der nicht bei Fulham spielen, aber ich glaube, es gibt keinen. Doch, gibt es. Robert Tesche, ach du Scheiße. Da würde ein interessantes Team. Vorne so richtig teuer, hinten so richtig billig. Na gut. Hat Nottingham wenigstens einen Rechtsverteidiger? Wäre natürlich jetzt ganz gut, ne? Nottingham Forest. Haben sie aber, denke ich mal, ja, haben sie. Und zwar Lichai. Der ist sogar US-Amerikaner. Das heißt, wir behalten die Nation drin und bleiben bei No Links Wasted. Zumindest in der Theorie. Bart Stuber ist dann unser Innenverteidiger. Dann brauchen wir auf der einen Seite Mehdi Benatia. Mhm. Zack. Auf der anderen Seite brauchen wir... Okay, es wird nicht No Links Wasted, merke ich gerade schon. Das schaffe ich leider nicht, außer ich packe Bart Stuber nach links. Nee, dann auch nicht. Einfach ein Innenverteidiger aus der Bundesliga. Irgendeines kann irgendeiner sein, wenn ich die Links richtig im Kopf habe. Was ja immer so eine Geschichte ist bei den Fünferketten vor allem, beziehungsweise in der Formation, die ich nicht so oft spiele. Ich brauche natürlich eine andere Nationalität beim Torwart, ne? Das heißt, es ist eigentlich nur Knoche bzw. Naldo möglich. Wobei ich könnte einen Silberkeeper nehmen mit Langerak, dann könnte ich Sokrates nehmen, aber der wäre ja schon ein Griech, ne? Auch scheiße. Gucken wir erstmal, was Torwart. Ja, also Jan Sommer wäre möglich, aber da gibt es auch nur Janschke. Es ist scheiße. Roman Bürki wäre auch möglich. Capino haben wir auch schon die Nation. Reiner ist bei Bayern, ist also auch nicht gerade toll. Das war ja mal wieder klar. Ich liebe die EA-Server. Ihr seid die Besten. Bürki, Innenverteidiger bei Freiburg. Gibt es da einen vernünftigen? Ich glaube nicht. Weil die alle so langsam sind. Wobei Julian Mitrovic würde gehen. Julian ist vielleicht noch ein bisschen zu langsam und zu schlecht im Defending, aber Mitrovic geht auf jeden Fall. Gut, dann nehmen wir Mitrovic und Bürki ins Tor. Haben wir sowieso ein SG-Team. Bürki, Marco Bürki. Nein, nicht den Bürki, aber den anderen Bürki. Ich stelle den Countdown schon mal weg. Wir sind jetzt fertig. Ich suche den jetzt erstmal nicht, weil irgendwie ist das scheiße.
30 Sekunden hatten wir noch. Läuft auf jeden Fall. Gut, das ist doch mal ein äußerst interessantes, wenn auch komisches Team. Mit einer Legende, mit einem Inform, mit einem geupgradeten Spieler, mit einem sehr langsamen Innenverteidiger, mit Silber, mit Gold, mit allem und ja, bis gleich.